Lasst uns beginnen. Wir laden dich in unseren Zirkel ein. Wenn du das bist, gib uns ein Zeichen. Das ist alles nur ein Schwindel. Wir greifen Kunden nicht an. Wir helfen Menschen. Wir helfen ihnen, Frieden zu finden. Du bist total seltsam. Sagen Sie, hat sie öfter Probleme? Nichts allzu Beunruhigendes. Was ist denn das? Ein Ouija-Brett für die Arbeit. Geist, kannst du mich hören? Ja, wir können es. Mit wem redest du denn da, Doris? Was denn? Daddy? Bist du hier? Wer bist denn du? Deine Schwester bringt dich heute zur Schule. Ich will nicht zur Schule! Ich will zu Hause bleiben und mit meinen Freunden reden. Mit welchen Freunden? Ich zeig es dir. Bist du hier? Hier geht irgendetwas vor, das wir nicht verstehen können. Ich mach mir Sorgen um ihr Mädchen. Was hat das zu bedeuten, Pater? Was machst du denn? Gar nichts! Die Welt der Geister ist gefährlich. Sie haben uns beobachtet, die ganzen Jahre. Sie haben das Brett benutzt und damit ein Portal geöffnet. Soll ich dir was Cooles erzählen? Na klar. Weißt du, wie es sich anfühlt, erwürgt zu werden? Als erstes fühlst du den Druck an deiner Kehle. Und dann schmeckst du auf einmal etwas ganz Saures in deinem Mund. Dann ist es, als würde jemand ein Streichholz anzünden. Und zwar mitten in deiner Brust. Und dieses Feuer wächst weiter. Es füllt deine Lungen und deine Kehle. Es reicht sogar bis hinter deine Augen. Und das Letzte, was du fühlst, ist Kälte. Gute Nacht, Romeo. Es ist doch nur ein Spiel.